Katar, das Nationalteam des Ausrichters der nächsten Fußball-WM, war Testgegner vom SVS. Es herrschte internationales Flair am Sportplatz im Pinkerfeld. Ein CNN-Übertragungswagen stand vor der Tür und Kameraleute überall, wo man hinsah. Kein Wunder, war doch die Nationalmannschaft aus Katar zu Gast. Und der Gegner hieß SV Schwechat. Der Regionalligist hatte die Ehre, Testspielgegner für den Wüstenstaat zu sein. Gleich nach dem Anpfiff erfolgten rollende Angriffe der Auswahl aus Katar auf das Schwechater Tor. Schwechats Goalie Jakob Krepelka konnte seinen Kasten aber fast eine halbe Stunde lang sauber halten. Es musste ein Elfmeter her, damit die Gäste aus Katar in Führung gehen konnten. Auch nach der ersten Drittelpause, ja, Sie haben richtig gehört, es wurden 3x30 Minuten gespielt, hatten die Gäste das Spiel im Griff. Ein weiteres Tor für Katar fiel nach einer Aktion über die linke Seite und einem satten Schuss knapp innerhalb des Strafraums. Diesen Freistoß konnte der Schlussmann von Schwechat noch sensationell halten, doch schon wenige Minuten später traf Katar erneut. Bei einem der wenigen Vorstöße der SVS fehlte das Quäntchen Glück für einen positiven Abschluss. Kurz vor dem Ende noch ein Freistoß für Katar, nach diesem Foul an der Strafraumgrenze. Kurz abgespielt und drin ist er. Das Spiel endete schlussendlich mit 6:0 für die Nationalmannschaft aus Katar. Für die SV Schwechat war es ein sehr lehrreiches Testspiel. Diese Erfahrung kann den jungen Kickern nämlich niemand mehr nehmen.